Opfer der aktuellen Situation, über die keiner spricht, Einbrecher. Deren Geschäftsmodell ist ja zum Erliegen gekommen. Einige Kreative haben aber dreiste Lösungen gefunden. Sie stehen als angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamts vor der Tür und sagen, dass sie die Wohnung desinfizieren müssen und räumen sie dabei aus. Betrüger versuchen sich dagegen online. So dreist, dass sogar Ursula von der Leyen warnt. Die Zahl gefälschter Medikamente etwa, angeblicher Desinfektionssprays und Wundermittel, die online angepriesen werden, ist schwindelerregend. Ja, dabei geht es um so Zeug. Ionisch-kolloidales Silber als Schutz vorm Coronavirus. Das gibt's dann im Set für schlappe 115 Euro. Gut, wer auf so etwas reinfällt, hat ein größeres Problem als Corona, na 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 na, it's really Batman. Ich bin Philipp Vanulis und heute zeigen wir euch die dreistesten und auch echt lustigen Maschen, mit denen Betrüger aktuell auf Idiotenfang gehen. Betrüger, die hart daran arbeiten, nicht hart arbeiten zu müssen. An der Angst vor dem Coronavirus wollen sie was verdienen. Wie sie das versuchen, ist aber einfach nur lustig bis dämlich. Deswegen jetzt für euch die dümmsten Corona-Betrüger, Real World Edition. In den USA haben ein paar Typen ordentlich abkassiert. Hier, mit einem Fake Drive-In-Virus-Test. Ein DNA-Abstrich kostet hier bis zu 250 Dollar. Als die Hobby-Reporter sie erwischten, haben sie dann das Ding ganz schnell abgebaut. These are the people that are trying to take your own DNA. Don't have anything to say? You want to talk? Hello? Don't want to talk? Hello? Die eigenen Betrügereien fliegen auf, Leute beschweren sich und ich baue schnell mein Zelt ab. Mein typischer Festivaltag. Auch bei uns sind Betrüger kreativ. Wohnungsdesinfizierung ist da nur eine Masche von vielen. Kostümiert als Arzt oder Gesundheitsbeamte wollen manche in der Wohnung einfach nur ein Beratungsgespräch mit Flyer führen. Ja, was steht dann auf dem Flyer? Ein Leitfaden, wie man Betrüger erkennt? So Hausbesuche sind natürlich super, um unauffällig Ausschau nach Wertsachen zu halten. Grunddringender Corona-Test, mitten in der Nacht. Um 4.30 Uhr am Morgen kamen zwei Männer mit Schutzanzügen und Masken, die vorgaben, dem Mann einen Abstrich aus dem Mund zu entnehmen. Aber warum so umständlich? Profi-Betrüger spionieren nicht. Nein, der echte Pro macht es entspannter. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen warnt, es sind Betrüger als falsche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt unterwegs, die unter anderem angeblich Geldscheine desinfizieren wollen. Ja, die lassen sich die Kohle einfach an der Tür geben. Einziges Problem, immer weniger Leute haben Bargeld. Gut, da kann man sich auch anpassen. Ich muss Ihre Kreditkarte desinfizieren. Und hier PIN eingeben. Solide. Das ist aber immer noch stressig. Verkleiden, hinfahren und es kommt wenig rum. Warum das nicht einfach professionalisieren? Die Liebe der Deutschen zu ihren Autos ausnutzen und im Fernsehen dafür werben? Teures Leder, edles Holzfurnier. Innenräume von Premium-Autos sind besonders anfällig für Coronaviren. Aber das ist kein Problem mehr. Wir von der Firma Carvec reinigen und desinfizieren Ihr Auto direkt vor Ihrer Haustür. Wenn Ihr Auto zur von uns bedienten Produktpalette gehört, buchen Sie einfach per App noch heute Ihren Wunschtermin. Alles, was Sie dann noch tun müssen, ist Ihren Autoschlüssel und den Fahrzeugbrief vor Ihre Tür zu legen. Komplett ohne unnötigen Kontakt zu unseren Mitarbeitern. Unsere zertifizierten Reinigungsexperten erledigen dann den Rest. Gerne desinfizieren wir auch noch alle restlichen Wertgegenstände. Stellen Sie Ihren Schmuck und Fernseher einfach in Ihr Auto und sagen Sie den lästigen Viren auf Wiedersehen. Aber nicht nur in der realen Welt greifen Corona-Betrüger und Abzocker nach dem Geld der Leute. Es geht noch viel bequemer für die Abzocker und Betrüger. Die dümmsten Corona-Betrüger, Cyber World Edition. Die erste sehr beliebte Masche, Phishing mit möglichst dämlichen Mails. So fluten Gauner zurzeit die E-Mail-Postfächer mit Verlockungen wie Lars Meier sendet Ihnen 452 Euro oder Neues vom Gesundheitsamt. Ha, ach so, für wildfremde Leute hast du Geld, Lars. Aber wo ist dein Anteil zu meinem Netflix-Konto? Noch dummdreister sind Erpresser-Mails. Kohle her oder du stirbst. Im Text der Mail wird dem Empfänger gedroht, die gesamte Familie mit dem Coronavirus anzustecken. Woraufhin Prinz Charles gesagt hat, geil, hier ist die Adresse meiner Mutter. Aber gut, solche Tricks sind durchschaubar. Schwieriger wird es bei sowas.
Fake-Shops. Dieser hier haut einem die Panik auf Anhieb ins Gesicht. Warten Sie nicht auf eine Warnung. Gegen Corona soll man deshalb möglichst schnell zum Beispiel Atemmasken bestellen. 160 Stück für nur 320 Euro. Klingt toll, bis man sich diese super international wirkende Firma genauer ansieht. Eine falsche Adresse in Wolfsburg und eine Telefonnummer, die wohl von der BRD GmbH vergeben wurde. Das Ergebnis? Die Kohle ist weg. All die schönen Produkte gegen Corona werden nie ankommen. Dritte Online-Abzockmasche: Corona-Schnelltests. Das hier verspricht etwa eine Firma namens Barmein. Gehen Sie jetzt auf www.barmein.de und finden Sie innerhalb von 10 Minuten heraus, ob Sie an dem Coronavirus erkrankt sind. Finden Sie auch innerhalb von 10 Minuten heraus, ob Sie überhaupt eine IQ haben. Knapp 50 Euro kostet das Ganze. Aber ist das jetzt vertrauenswürdig? Ich weiß es nicht. Was ich aber aus dem Spot weiß... Gehen Sie jetzt auf www.barmein.de. Leute, die ihre eigene Internetadresse in die Google-Suchleiste eingeben. Also ich weiß nicht. Generell gibt es bei solchen Tests aber ein entscheidendes Problem. Laut Bundesgesundheitsministerium besteht ein nicht geringes Risiko, dass der Schnelltest ein negatives Resultat zeigt, die getestete Person jedoch bereits hochinfektiös ist. Ja, aber nur 10 Minuten. Problem, bei solchen Tests wird nur auf Antikörper getestet. Und die entstehen erst 1 bis 2 Wochen nach der Ansteckung. Eine Zeit, die man im Homeoffice zum Beispiel verbringen kann, wie der größte Teil von unserem Team. Ich habe Mittagspausen auf dem Balkon für mich entdeckt. Mir geht's tierisch auf die Nerven, dass ich keinen eigenen Balkon habe und deshalb benutze ich jetzt meine Fensterbank. Ich bin kurz davor, wieder mit dem Rauchen anzufangen. Was soll man denn sonst machen bei so schönem Wetter? So ein Balkon ist der feine Unterschied zwischen schleichendem Alkoholismus und Carpe Diem. Aschenbecher. Aschenbecher gefunden. Frieden, Ausgeglichenheit, hier und da ein paar Arschlöcher anzeigen, die sich da immer auf die Schaukel setzen. Nee. Ey, was war denn da gestern Abend unter unserem Xavier-Video los? Ein Kommentar ist ja nach dem nächsten. Ich habe mich köstlich amüsiert. Es wäre ein Grund rauszugehen. An die frische Luft, sich eine Hose anzuziehen. Niemals bekommt ihr bezahlten Dämmel die Paste zurück in die Tube. Dämmel! Corona sorgt also für Kreativität bei unserem Team und bei den Kriminellen. Habt ihr so etwas auch schon mal bekommen? Dumme Werbung, komischer Spam? Schreibt es in die Kommentare. Oh. Und apropos Kommentare, in unserem Video von gestern über Xavier Naidoo haben wir für euch was ganz Besonderes eröffnet. Die Idiotenfestspiele kommen in den Circus Maximus der Kommentarspalte. Erlebe Verschwörungsspinner hautnah, wie sie wahnwitzige Dinge in die Tastatur stammeln. Schießt nur weiter auf uns göttliche Menschen, der Boomerang wird heftig zurückkommen. Xavier Naidoo ist ein großer Mensch, werde auch du zu einem. Ja, wer braucht denn einen gesunden Menschenverstand, wenn er eine Tastatur hat? PS, nicht vergessen, Psychosen sind nicht lustig. Die können eine echte Krankheit sein. Wenn ihr oder Bekannte daran leidet, ist es keine Schande, sich professionelle Hilfe zu holen. Das Gesundheitsamt empfiehlt, diesen Kanal abonnieren. Keine Sorge, habe ich alles selber durchgesprüht. Alles komplett virenfrei. Die Glocke auch, der Abo-Button, was auch immer. Drücken Sie, worauf Sie wollen. Sie haben doch die Zeit. Gönnen Sie sich's.